Herzlich willkommen und schön, dass ihr euch verklickt habt. Heute haben wir ein ganz besonderes Gerät auf dem Tisch liegen und zwar das Redmi Note 11 Pro 5G. Oder? Könnte man auch so nennen. Für dieses Video nennen wir es aber einfach mal Poco X4 Pro 5G. Stimmt, da steht ein riesen Poco drauf, hinten auf der Rückseite. Ah, stimmt, der Kamerabumps sieht auch ein bisschen anders aus. Ich habe das Gefühl, hier wurde noch was raufgeklebt rechts. Ja, hat auch bestimmt ganz viel Funktionalität, denn jetzt wackelt es nicht so sehr, wenn man es so hinlegt. Ja, aber hier die 108 Megapixel Kamera guckt trotzdem auch nochmal extra raus. Wollte ich jetzt. Das heißt, wenn man hier, na, hier oben an der Kante... Ansonsten könnte euch das Design halt, wie gesagt, ein bisschen bekannt vorkommen. Ja. Trotz alledem betrachten wir jetzt hier das Poco X4 Pro und das wollen wir uns natürlich ein bisschen genauer anschauen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber es gibt Lasershow. So ein bisschen, ne? Es gibt hier so ein Pattern, so ein Muster auf der Rückseite, aber Fingerabdrücke sieht man viel besser als das Muster. Ja, ne? Das ist richtig krass. Ey. Aber trotzdem, Laser passt, weil die Farbe heißt auch Laser Black. Ja, also wie gesagt, es gibt hier so ein X. Ich weiß nicht, ob ihr das so richtig seht. Je nach Lichteinfall, genau. Genau. Ansonsten haben wir einen flachen Rahmen, flache Rückseite und ein flaches Display. Und im Endeffekt auch einen dicken Rahmen irgendwie, weil wir haben ja einen 8,12 mm dicken Rahmen, dickdünn, wie man sehen will. Ich aber das über dünn. 8 ist, ja? Ich finde das dünn. Über 8 finde ich es. Naja, okay, kann man sich drüber streiten. Auf jeden Fall ist ein flacher Rahmen. Könnt ihr in den Kommentaren machen. Ja, genau. Auf jeden Fall ein flacher Rahmen und auch durch die flache Rückseite fühlt sich das anders an, als wir es so von den meisten Smartphones gewohnt sind, ziegelsteinmäßig, würde ich sagen. Magst du das? Genau. Ich mag es nämlich tatsächlich nicht. Ich finde, es fühlt sich nicht so toll in der Hand an. Ja, das stimmt. Bei der Redmi Note 11 Reihe, wir wollen zwar eigentlich nicht drüber reden, aber trotzdem Redmi Note 11 Reihe, da hatten wir ja beim 11er und 11S. Auch einen flachen Rahmen, aber eine gekrümmte Rückseite. Eine Seite. Und das war besser vom Feeling her, ne? Von der Haptik her. Aber ich finde es trotzdem irgendwie spannend. Muss man selber mal ein bisschen austesten. Es wird wahrscheinlich auch welche geben, die dieses komplett flache Gehäuse auch sehr gerne mögen. Was wollte ich aber eigentlich sagen? Genau, 8,12 mm dick oder dünn, wie wir schon gesagt haben. Und es wiegt 205 Gramm, ne? Wie so ein Ziegelstein halt eigentlich. Ja, also es klingt wieder, finde ich, nach mehr, als es sich so tatsächlich anfühlt. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, die 205 Gramm. Aber man muss dazu sagen, ist halt wirklich wieder mal ein Smartphone über 200 Gramm. Und wir haben hier ein günstiges Smartphone im Übrigen. Unter 300 Euro kostet dieses Smartphone. Ich glaube, in der geringsten Ausführung waren es 299 Euro und in der etwas größeren mit 8 GB und 256 GB internen Speicher kriegt ihr das Ganze dann für 349,90 Euro, also für ungefähr 50 Euro mehr. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass wir eine Glasrückseite und eine Glasvorderseite haben beim Display. Einen Fingerabdruckscanner im Powerbutton integriert, der an sich ganz gut funktioniert, zumindest relativ genau. Und das, obwohl ich jetzt hier gerade nicht die trockensten Finger habe, funktioniert das Ganze. Ich finde es aber eine Millisekunde zu spät sozusagen. Also ich finde es jetzt nicht super schnell. Wir hatten schon Fingerabdruckscanner im Powerbutton, die schneller waren. Aber es ist noch, ist im Rahmen auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall. Im Rahmen. Im Rahmen. Und dann haben wir ein wunderschönes, flaches Display zu sehen mit, ich finde, der Rahmen, was schon wieder. Wir bleiben einfach mal beim Rahmen. Ist einfach schön schmal. Also ich finde, für den Absolut. Preis ist es super, für oder? Für den Preis ist das ein super minimalistischer Rahmen. Das Einzige, wo man Rahmen sieht, ist das Kind so. Jetzt aber Schluss mit Rahmen. Ich will das Wort nie wieder hören jetzt hier. Lass uns mal noch ein bisschen genauer über das Display reden. Es ist 6,67 Zoll groß. Sein AMOLED-Display, 120 Hertz, Full HD Plus Auflösung und 1200 Nits wird es hell. Also gibt es jetzt wirklich nicht viel zu meckern. Und guckt euch mal dieses minimalistische Punch-Hole an. Das ist ja mit das Kleinste, was ich je gesehen habe. Also selbst Flaggschiffe haben da ein Größeres drin. Ob das dann vielleicht zu Lasten der Selfie-Kamera geht, kommen wir im Kamerateil drauf zu sprechen. Aber das sieht richtig modern aus. Wie gesagt, abgesehen davon, dass ihr ein minimales Kinn habt, ein klasse Display. Jetzt muss ich leider Gottes doch schon wieder das Wort Rahmen verwenden. Fällt mir gerade ein. Und zwar im Rahmen haben wir auch Lautsprecher, und zwar Stereo-Lautsprecher, die verdammt nochmal richtig, richtig gut klingen. Ich finde, das sind die besten Lautsprecher von einem unter 300-Euro-Smartphone, weil es sind wirklich echte Stereo-Lautsprecher. Ich vermeide jetzt das Wort, was wir schon viel zu oft gesagt haben, aber ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Gut. Die klingen wirklich richtig, richtig gut. Ich glaube, das haben wir jetzt auch schon häufiger gesagt. Kommen wir mal zur Software. Da haben wir nämlich MIUI 13 drauf, allerdings Android 11. Leider kein Android 12. Das ist ein bisschen schade. Wird sicherlich noch kommen, trotz alledem hätten wir das eigentlich bei einem so neuen Smartphone erwartet, dass hier schon Android 12 mit an Bord ist. Und es sieht ein bisschen anders aus als beim Redmi Note 11
Pro 5G, weil wir haben hier noch den Poco Launcher natürlich vor uns. Das Ganze ist ein bisschen bunter, sieht man hier auch am Kamera, an der Kamera-App. Also andere Icon-Packs sind dort drauf. Ansonsten ist aber alles eigentlich relativ gleich. Damit MIUI 13 auch hier gut drauf läuft und ruckelfrei, ist natürlich auch ein Prozessor wichtig und Arbeitsspeicher und internen Speicher und was weiß ich noch alles. Wir haben hier den neuen Snapdragon 695 SoC verbaut, der glücklicherweise 5G kann. Das ist doch das Tolle daran. Wenn wir gerade hier schon Konnektivität angerissen haben, können wir es auch zu Ende bringen. Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, NFC ist übrigens auch mit an Bord, GPS und was ihr nicht alles haben wollt. Aber ihr könnt auch zwei Nano-SIM-Karten hineinschicken in den SIM-Kartenschacht. Jedoch ist es ein Hybrid-SIM-Kartenschacht, das heißt, ihr müsst euch entscheiden, entweder zwei Nano-SIM-Karten oder eine Nano-SIM-Karte und dann eine Micro-SD-Karte für die Speichererweiterung. Aber Speicher ist erweiterbar, das finde ich auch schon mal gut. Das ist doch schon mal hier ein guter Punkt. Apropos Speicher, ihr habt hier 128 GB UFS 2.2 internen Speicher oder, wenn ihr die teure Variante nehmt, 256 GB internen Speicher. Und ihr habt hier in der Variante 6 GB, das ist bei unserem Testgerät hier, 6 GB Arbeitsspeicher LPDDR4X. Und wenn ihr die große Variante kauft, dann habt ihr 8 GB Arbeitsspeicher. Aber auch intern könnt ihr hier unter MIUI 13 auch mit dem internen Speicher wieder ein bisschen was auslagern. Also dann habt ihr hier in dem Fall 6 GB plus 2 GB sogar, ne? Wenn ihr das denn aktiviert. Oder ich glaube, standardmäßig ist es sogar aktiviert. Ja, Softwarelösung halt, ne? Genau, richtig. Ist aber natürlich jetzt nicht vergleichbar mit echten RAM. Also ihr habt hier nicht echte 8 GB, sondern eigentlich nur echte 6 GB RAM. Also Thema Performance. 695, was jetzt könnte man ja denken, der ist ja vielleicht das nicht so gut. Das klingt so nach Einsteiger. Ja. Aber preislich sind wir hier irgendwie in der Mittelklasse. Und dann gucken wir uns die Benchmark-Werte einfach mal direkt an. Beim Geekbench 5 haben wir 685 Punkte im Single-Core. Das ist jetzt nicht so ganz so geil. Aber 2012 Punkte im Multicore finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Und im Alltag hat sich der 695 auf jeden Fall bewährt. Also wir können hier wie in einem normalen Mittelklasse-Gerät sowieso alle Alltags-Apps nutzen. Das können wir heutzutage auch schon bei Einsteigergeräten machen. Und wir können auch kleine Games zocken natürlich, wie Subway Surfer und Co. Aber wir können auch ein bisschen grafikhungrige Games, wenn wir jetzt nicht in den höchsten Auflösungen sind. Also ich fand die Werte ganz oder im Alltag, die Apps konnte man ruckelfrei nutzen. Dauert vielleicht mal eine kleine Gedenksekunde länger beim Start, wenn die noch nicht vorher im Arbeitsspeicher drin ist. Aber hier im PC-Mark Work 3.0 Performance Score haben wir übrigens 10.603 Punkte. Das ist ein guter Wert. Und damit ihr schön lange Spaß habt mit diesem gut performenden Smartphone, ist hier ein 5000 mAh großer Akku verbaut, der auch ordentlich lange durchhält. Knapp 14 Stunden in unserem Batterietest von PC-Mark. Und das spiegelt wieder, dass wir damit locker einen Tag schaffen. Wenn ihr ein bisschen sparsam seid, könntet ihr sogar zwei Tage schaffen, aber dann müsst ihr euch wirklich ein bisschen zurückhalten. Ein Tag aber absolut solide, sodass ihr selbst am Abend noch genug Prozent habt, um vielleicht mal die Nacht durchzufeiern, falls ihr das macht. Aufladen geht dann auch noch richtig schön schnell mit 67 Watt und erstaunlich im Lieferumfang enthalten. 67 Watt Netzteil, man muss es nicht extra dazu kaufen oder ähnliches. Das ist toll, was hier leider nicht dabei ist, aber was wir auch, glaube ich, fast nicht erwartet haben, ist kabelloses Laden. Marco hat ja vorhin schon dieses klitzekleine Punch-Hole, was fast gar nicht auffällt, erwähnt. Und da drin haben wir eine 16-Megapixel-Selfie-Kamera. Wir hatten jetzt in letzter Zeit auch mal im Test Smartphones mit einer 16-Megapixel-Kamera, die uns sehr gut gefallen hat. Hier hat sie uns mittelmäßig gut gefallen, denn was jetzt, wenn das Ganze wirkt auf jeden Fall ein bisschen heller, seht ihr ja gerade auch jetzt hier in den Beispielbildern, als andere Kameras das softwareseitig schon mal ein bisschen besser gemacht oder gelöst haben. Das Ganze einfach ein bisschen zu überbelichtet. Aber ansonsten, wenn wir in den Porträtmodus starten, ist es okay, ist auch nicht perfekt ausgeschnitten. An den Fingern seht ihr es auch, dass es ein bisschen meine Finger auch nochmal unscharf macht. Aber ich finde es, wenn man jetzt nicht reinzoomt, insgesamt in Ordnung auf jeden Fall die Porträtaufnahmen. Und Videos könnt ihr damit auch machen, aber nur bis zu 1080p. Und ich glaube, mit der Hauptkamera kann man auch nur 1080p Aufnahmen machen, oder? Genau, ja, ich übernehme mal. Aber erstmal nochmal ganz kurz zur Kamera-Hardware. Also wie gesagt, 108 Megapixel Hauptsensor, 8 Megapixel Ultraweitwinkel und eine 2 Megapixel Makro-Kamera. Wir gehen mal Schritt für Schritt durch. Wie gesagt, Video könnt ihr schon mal abhaken als, nee, lassen wir, machen wir nicht, weil es nicht gut stabilisiert. 1080p braucht man nicht weiter drüber reden. Und das war beim Poco X3 besser. Da hatten wir, glaube ich, meiner Meinung nach 4K. Also ja, irgendwie muss der SoC da, was Kamera angeht, der Prozessor nicht so gute Arbeit machen. Dafür hat er aber 5G. Ja. Ansonsten, was so die Fotos angeht, die Hauptkamera macht ganz gute Bilder. Also die Farben sind ganz in Ordnung. Trifft es vielleicht nicht immer ganz natürlich, aber trotzdem sind das ansprechende Bilder. Auch wenn man eine Person fotografiert, sieht das okay aus. Auch der Porträtmodus funktioniert hier ganz gut. Der Cutoff ist manchmal ein bisschen aggressiv, aber ansonsten funktioniert auch das ganz in Ordnung. Ist jetzt nichts, was einen total vom Hocker haut. Also haben wir natürlich auch schon viel, viel bessere Bilder gesehen. Aber trotzdem für den Preisbereich haut das hin. Auch die Nachtfotos,
sind hier wirklich gut. Das heißt, ihr könnt auch in dunklen Umgebungen hiermit noch vernünftige Fotos machen. Was denn die Ultraweitwinkelkamera angeht, naja, 8 Megapixel dürft ihr nicht zu viel erwarten. Trotz alledem, wenn man, wie gesagt, hier auch wieder den Preis ein bisschen im Hinterkopf behält, ist das auch noch akzeptabel. 2 Megapixel Makrokamera, die hätte man hier wirklich rauslassen können, weil die ist auch als 2 Megapixel Makrokamera hier nicht zu gebrauchen. Die Farben sind teilweise verzerrt, also das Grün ist noch okay, aber das in der Mitte sollte eigentlich leicht rötlich sein, das ist hier zum Beispiel jetzt nicht. Also Makrokamera auch nicht benutzen. Videos nicht machen, Makrokamera nicht benutzen. Das ist schon mal nicht so gut, wenn man einfach Kategorien hier ausklammern muss, weil man sie nicht nutzen kann. Und damit ist dieser Kamerateil auch relativ kurz. Ihr könnt euch ja mit den Beispielbildern selber eine Meinung bilden. Auch immer gerne in die Kommentare schreiben, was ihr darüber denkt. Uns haben die Kameras hier definitiv nicht überzeugt. Also wegen den Kameras würde ich mir das Poco X4 Pro 5G hier nicht holen. Ja, wobei man wenigstens sagen könnte, die Hauptkamera ist noch zu gebrauchen. Ja, es ist natürlich nicht für die Tonne, aber es ist jetzt nichts, wo ich mich riesig freue. Auch die 108 Megapixel klingt hier nach mehr, als es am Ende des Tages wirklich ist. Das stimmt. Aber dafür hat man 5G. Das hat man 5G, ganz genau. Also, das ist ja auch wichtig, oder? Der Snapdragon 695, da haben wir 5G. Aber die Performance ist in Ordnung. Passt, also, was alles hier passt für ein unter 300-Euro Gerät oder sagen wir mal 300-Euro jetzt Gerät, einfach mal aufrunden, ist auf jeden Fall, das Display ist gut. Die Lautsprecher sind besser als 300 € würde ich fast sagen, ein 300 € Gerät. Das Aufladen, das schnelle Aufladen ist hier besser als bei einem über 300 € oder eigentlich genauso gut wie bei einem über 300 € Gerät, sozusagen besser als ein 300 € Gerät mit 67 Watt. Das haben wir jetzt auch nicht so oft auf jeden Fall. Kameras, das Einzige, wo man halt so ein bisschen, ja, Kameras sollte man halt nicht so oft verwenden. Genau, aber auch die Verarbeitungsqualität stimmt hier. Also für den Preis ist das wirklich hervorragend. Da hat man oftmals sogar bei teuren Smartphones eine schlechtere Verarbeitung in dem Sinne, also günstigere Materialien. Das fühlt sich von der Warte ja gut an, ob ihr halt das kantige Design mögt, das ist halt immer persönliche Präferenz. Genau, also vor allem, wenn ihr schon die ganze Zeit das Redmi Note 11 Pro 5G haben wolltet, dann solltet ihr euch dieses Mal vielleicht mal angucken, weil es ein bisschen günstiger sein könnte, theoretisch. Aber wie seht ihr das Ganze? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Auf dem Weg nach unten könnt ihr auch einen Daumen hoch oder Daumen runter da lassen. Ein Abo wäre wundervoll. Glocke aktivieren, weil wenn ihr das gemacht habt, dann werdet ihr euch noch öfters verklicken. Macht's gut. Und wenn ihr gerade beim Abo-Knopf rumhängt, da gibt's jetzt daneben auch noch einen blauen Knopf. Da könnt ihr Mitglied auf diesem Kanal werden. Schaut doch einfach mal rein, ob da vielleicht was für euch mit dabei ist. Vielen Dank für dieses Verklicken. Bis zum nächsten Mal. Phew.